Hallo, mein Name ist Julia Gerner. Ich komme aus Deutschland, aus der kleinen Stadt Hattingen an der Ruhr. Von der internationalen gesellschaftlichen Bewegung Alatra habe ich durch meinen Mann erfahren. Er hatte mich vor knapp einem Jahr auf die Literatur der Anastasia Novik aufmerksam gemacht. Und bereits nach der Lektüre des ersten Buches hatte ich den Wunsch, so vielen Menschen wie möglich davon zu erzählen. Als erstes denkt man da an seine Mitmenschen, in unserem Fall sind es die deutschsprachigen Mitbürger. Wir haben die Bücher noch auf Russisch gelesen. Die gab es übrigens kostenlos zum Download auf der Internetseite des Kanals Alatra TV. So haben wir uns dann auf die Suche nach der deutschsprachigen Übersetzung gemacht. Unsere Suche war erfolglos, sodass wir dann die Idee hatten, unsere Hilfe bei der Übersetzung anzubieten. Die Kontaktanfrage auf der Internetseite führte uns dann schließlich zum Koordinationszentrum der Alatra-Bewegung in Kiew. Und es hat sich herausgestellt, dass sogar in Deutschland bereits eine Gruppe von Gleichgesinnten sich gebildet hatte und dass es sogar die Übersetzung des ersten Buches gab. Es befindet sich gerade im Druck. Ja, und einer der Hauptprojekte dieser Gruppe ist eben die Übersetzung der Literatur, aber auch der Videos sowie deren Vertonung. Es gibt also unter anderem auf diesem Kanal, von diesem Kanal Alatra TV, eine Menge von Videos, die sich mit den Themen aus den Büchern der Anastasia Novik beschäftigen, aber auch andere interessante Sendungen, die wir uns vorgenommen haben, zu übersetzen. Und es läuft dann so, dass einer der Teilnehmer die Initiative ergreift, was er gerne tun möchte, das teilt er dann den anderen mit, beziehungsweise schlägt es vor. Und je nachdem, wie groß die Aufgabe ist, melden sich dann meistens auch Freiwillige, die helfen möchten. Alles geschieht ohne Vergütung, ohne Gegenleistung, versteht sich. Von welcher Vergütung soll ja auch die Rede sein? Man tut es aus gutem Willen, freiwillig. Wir sind auch keine Synchronsprecher oder Dolmetscher. Ich komme zum Beispiel aus dem Bereich der Softwareentwicklung. Außerdem bin ich der Meinung, dass Geld auch so stark unsere Welt regiert. Und ich bin froh, dass ich auf diese Weise dem entgegensteuern kann. Außerdem kann man Eigenschaften wie Menschlichkeit, Herzlichkeit weder durch Geld messen noch erkaufen. Ja, so bin ich also bei der Übersetzung mitbeteiligt. Es sind hauptsächlich die Projekte Alatra TV Deutschland und Alatruschka. Durch die Beteiligung bei den Projekten habe ich die Möglichkeit, mein schöpferisches Potenzial zu entfalten, mich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Man lernt viele neue Menschen kennen, es macht Spaß. Außerdem bekomme ich ein Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, ein Gefühl der Erfülltheit, Zufriedenheit, ja auch des Glücks. Ich empfinde immer noch tiefe Dankbarkeit der Autorin zu der Autorin Anastasia Novik, da sie durch ihre Bücher die Informationen, die sie in den Büchern dargelegt hat und die sie auch noch kostenlos zur Verfügung stellt, helfen mir immer noch bei meiner persönlichen Entwicklung. Außerdem bin ich den Menschen dankbar, die an den Videos beteiligt waren, die mich ebenfalls inspiriert haben und mir immer noch helfen. Ja, und das möchte ich einfach weitergeben. Schön ist auch bei der internationalen gesellschaftlichen Bewegung Alatra, dass die Religionszugehörigkeit und die Politik keine Rolle spielen. Es ist einfach nur wichtig, Mensch zu sein. Die Teilnehmer vereinen die inneren Werte, die inneren geistigen Werte. Für mich ist die internationale gesellschaftliche Bewegung Alatra wie eine neu erwachte Hoffnung aus der Kindheit auf eine Weltgesellschaft, in der jeder Mensch dem anderen mit Respekt begegnet, in der jeder Mensch dem anderen nur Gutes wünscht, wo es keinen Hass, keinen Neid, keine Vorurteile gibt, in dem Menschlichkeit, Offenheit und Herzlichkeit herrschen, in der man sich einander hilft, ohne Gegenleistung zu erwarten, in der die Menschen auf ihre innere Stimme hören, auf ihre Seele. Und dass solch eine Gesellschaft
realistisch ist, zeigen bereits die Teilnehmer dieser Bewegung. Sicher ist niemand perfekt und alle arbeiten an sich, aber so kann man sich auch gegenseitig helfen und unterstützen. Und wie ich schon sagte, die Mitglieder vereinen die inneren Werte und das Streben danach, etwas Gutes für die Menschheit zu tun.